Ich kann komplett verstehen. Ich hab ja auch einen Kommentar geschrieben, ne? Jemand, der das Gefühl hatte, dass wenn man sich Pokémon verdoppeln kann, dass der Wert seiner eigenen Pokémon sinkt, etc. Was ich komplett verstehen kann. Ne? Ich verstehe, du hast dir die Mühe gemacht, ein Shiny zu haben. Und du hast das 20 Stunden lang gehuntet. Und dann hast du es endlich gehabt. Und dann kommt ein Glitch raus, wo jeder Trottel sich jetzt einfach irgendwelche Shinies verdoppeln kann und die per GTS oder was auch immer verschicken kann. Right? Und automatisch hat dein Pokémon nicht mehr denselben Seltenheitswert, weil jetzt jeder das hat. Ich verstehe dieses Gefühl. Ich verstehe dieses, oh, das nervt mich, Digga. Ich habe jetzt so viel dafür getan, so viel dafür gearbeitet und jetzt hat es jeder einfach so. Was ich nicht ganz verstehen kann, ist, dass man nicht rational diesem Gefühl gegenüberstehen kann, weil dass irgendjemand anders auf diesem Planeten jetzt auch ein Shiny Panflam hat, macht dein Spielerlebnis in keinster Weise schlechter. Oder besser. Right? Wir sind alle auf der gleichen Page. Niemand auf diesem fucking Planeten sagt, es ist okay, Pokémon zu hacken, die Level 500 sind und dann bei den Weltmeisterschaften mitzumachen. Mit gehackten Mons, die alle viel zu krass sind und sich einen unfairen Vorteil gegenüber anderen verschaffen. Niemand sagt das. Nobody. Never. Okay? Da sind wir alle auf der gleichen Seite. Natürlich sollte es nicht möglich sein, mit irgendwelchen Hacks oder Cheats oder was auch immer, sich einen unfairen Vorteil in einem Turnier oder sonst was zu erhaschen. Das ist nicht korrekt. Right? Aber hierbei geht es ja nicht um ein Turnier oder sonst was, sondern einfach nur, ob jemand irgendwie ein Shiny hat. Und das finde ich dann halt immer schwierig. Für mich als YouTuber, ich habe die Möglichkeit, mir Pokémon zu hacken, wenn ich das möchte, weil ich habe eine sehr, sehr alte Switch. Ich war ja einer der Ersteren, die sich eine Switch geholt haben, sage ich jetzt einfach mal. Und alte Switches kann man sehr leicht hacken. Und ich könnte mir jedes Pokémon auf diesem Planeten hacken. 5 Millionen Mal. Und jedes Shiny mir holen. Right? Und das schon immer. By the way. Seit die Switch draußen ist. Seit Sword and Shield da ist und so weiter. Das wäre absolut kein Problem. Und wenn ich das nicht könnte, wenn ich nicht die Gelegenheit dazu hätte, könnte ich einen Aufruf machen im Stream und fragen, hey Leute, hat irgendjemand von euch ein Shiny Golbat für mich? Oder so? Und dann gäbe es auch wieder Leute, die mir das schicken würden. So. Also ich habe so oder so die Möglichkeit, mir jedes Pokémon, was ich mir wünschen würde, irgendwie zu holen. Ohne irgendwelche Arbeit. Oder mit wenig Arbeit. So. Aber darum geht's ja nicht. Dann mache ich mir persönlich ja den Spielspaß kaputt. Right? Ich spiele das Spiel ja, um es zu spielen. Nicht, um mir alles zu hacken oder zu cheaten und dann habe ich nichts mehr zu tun. Das ist ja das Problem gerade bei Genshin. Right? Das Spiel ist awesome, aber es gibt nichts zu tun. Und das ist das Problem am Spiel. Und wenn ich das bei Pokémon mir machen würde, dann würde ich ja meinen Spielspaß kaputt machen. Nicht deinen oder den Spielspaß von dem Dude oder von ihr, sondern meinen. Right? Und deswegen mache ich das nicht. So, aber das bedeutet im Umkehrschluss auch, dass es absolut dämlich ist, sich über andere zu stören oder zu echauffieren, die das tun. Weil es macht ja nicht deinen Spielspaß kaputt, sondern dieser Person ihren. Oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist das eine Person, die jeden Tag neue Videos macht und 10.000 Pokémon-Sets zeigen muss und sonst gar nicht die Möglichkeit hätte, so viel zu breeden. Oder so viel zu zeigen. Wenn er breeden würde, legit. Oder irgendjemand, der, keine Ahnung. Ne, er versteht, was ich meine. So, solange niemand anders effektiv einen Nachteil hat davon, finde ich, ist es einfach nur ein No Problem, ein No Issue, was man sich selbst macht. Weil, again, wenn ich mir ein Shiny erfarme mit 40 Stunden,
dann bin ich stolz auf dieses Shiny. Ich habe mein Indigo seit XY und ich habe es immer noch. Und das Teil hat gefühlt jedes Band von jeder Region. Und ich liebe dieses Ding. Das hat einen emotionalen Wert für mich. Ist ein gehacktes Shiny Zoroark für mich gleich viel wert? Oder bedeutet mir das gleich viel? Nein. Ist ein Shiny Zoroark, was ich von irgendeinem Zuschauer geschenkt bekommen habe, gleich viel wert? Niemals. Es ist komplett egal, woher es kommt. Der Wert, die Wertschöpfung entsteht, indem ihr dem Pokémon diesen Wert gibt. Und ihr würdet euch ja auch kein Shaman oder so schicken lassen, weil das für euch in dem Sinne genauso wenig wert ist, wie es sich zu hacken oder sich zu cheaten. So, warum regt man sich dann über andere auf, die das für sich machen? Warum hat man das Gefühl, das eigene Shiny hat weniger Wert? Weil der Wert ist sowieso nur für dich da. Right? Wenn ich ein Shiny hunte und dann gebe ich es irgendjemandem, der mich nicht mal kennt, durchs Internet, durch GTS, was ist das für den Wert? Nichts. Nicht annähernd so viel wie für mich selbst. Shinies haben immer, oder Pokémon generell, haben immer nur für dich selbst diesen Wert. Nicht für andere. Also who cares, wenn der Dude ein Shiny Panflam hat? Inwiefern ist dein Shiny Panflam deswegen weniger wert? Wieso kannst du nicht gleich viel, nicht gleich stolz drauf sein? So, warum gibt dir das so ein schlechtes Gefühl? Warum lässt du dich davon so krass beeinflussen? Und das ist halt eine sehr negative Denkweise. Und damit kommst du im Leben überhaupt nirgends hin. Das verspreche ich dir, das ist diese Allmann-Mentalität, das ist dieses extrem pessimistische und immer über den Gartenzaun schauen und gucken, was andere machen. Who the fuck cares? Right? Und sich da an der Nase zu nehmen und da mal so ein bisschen zu chillen, ist manchmal härter, als es sein sollte. Wahrscheinlich. Und again, nochmal, ich kann nur betonen, ich verstehe dieses Gefühl. Man hat gerade ein Shiny Metang oder ein Shiny Tarnhill sich irgendwie 50 Stunden investiert und dann kommt irgendein Keck und cheatet sich das einfach. Ja, dieses Gefühl, was es auslöst, ist natürlich. Natürlich hat man keine Freude darüber. Natürlich ist es eher ein negatives Gefühl. Aber wir haben einen Kopf, einen Verstand. Und wir Menschen haben den Vorteil gegenüber Tieren, dass wir mit Gedanken und mit Logik unsere Gefühle irgendwie auch irgendwo steuern können. Oder zumindest damit umgehen können. Right? Also benutzt euren Kopf. Ich lese es so viel in der letzten Zeit wieder. Zurzeit verteilen die Deoxys auf Level 30 die gewissen Kanäle. Ja gut, also das ist dann natürlich was anderes. Was ich damit meine, ist nicht, dass man sich Pokémon hackt, die so im Spiel nicht existieren und vielleicht sogar potenziell den Spielstand von jemandem gefährden würden oder sogar die Switch. Ne, kann ja sein, dass du dir irgendwie gehackte Mons oder so machst, die dann irgendjemanden schickst und der dann nichtswissend die benutzt und dann aus dem Online gebannt wird oder so. Das ist natürlich eine andere Sache und die sehe ich natürlich kritisch. Right? Das ist nicht gut. Damit tust du jemanden anderes Schaden. Und das ist genau das, von was ich geredet habe. Alles, was niemanden sonst irgendwie beeinflusst, was nur Positives bringt, ist doch völlig fein. Findest du das Game nicht ein wenig zu grindlastig ohne zum Beispiel Klon? Schau, das Ding ist, das ist ja jedem selbst überlassen. Ich persönlich zum Beispiel hatte jetzt sehr viel Spaß mit dem Untergrund und ich war sehr gerne da und habe mir irgendwelche Items gegrindet. Right? Wenn das zu meinem Spielspaß beiträgt, ist ja das völlig fein. Wenn ich aber gerade sage, Digga, ich will gerade Wi-Fi battlen und ich habe jetzt keinen Bock, 20 Stunden im Untergrund zu grinden, um mit viel Glück dann genau diesen Leichtstein zu finden oder was auch immer, dann finde ich es völlig in Ordnung, wenn man sich das Ding einfach kopierglitscht oder wie auch immer. Weil man hat ja dann den Spielspaß mit den Wi-Fi-Battles und ist nicht gezwungen, irgendwas zu spielen oder irgendwas zu machen, an dem man keinen Spaß hat. Right? Also man soll das Spiel so spielen, wie es für einen Spaß macht. Und das ist das Schöne am Pokémon. Jeder kann das machen. Right? Wi-Fi-Battles, Shiny-Hunts, Speedruns, Challenges, was auch immer. Du kannst dir das Spiel so gestalten, weil es so vielseitig ist. Und ich meine, es ist ja auch nicht so, als ob das ja Ilka scheißegal ist. Ich meine, die ersten Patches sind ja schon raus, right? Es ist ja jetzt nicht so, dass die sagen, oh ja, oh, Glitches? Ja, ist ja uns egal. Sondern
die haben das halt gesehen und jetzt halt reagiert. Ne? Und das ist ja auch völlig fein. Ja. Es ist eigentlich die gleiche Debatte wie immer, auch in irgendwelchen Naslogs. Oh, warum hast du so viel Sonderbonbons? Ja, Marcel, weil ich halt nicht nach jeder Folge wieder eine Stunde grinden möchte, weil dann kann ich nur eine Folge pro Tag aufnehmen und du kriegst halt nur eine Folge alle zwei Tage oder so, sondern ich möchte das Spiel spielen und auch tatsächlich ein bisschen Progress machen, weil ich nicht wie jeder andere einfach so ein bisschen zocken kann, sondern ich muss das ja zocken, dann muss ich es schneiden, bearbeiten, bla, dies, das, tralala und so weiter. Right? Es ist einfach für alle Parteien besser, wenn man das so macht. Right? Aber es gibt halt immer noch Leute, die sagen, nee, du hast mir zu viele Sonderbonbons im Inventar. Das ist keine legitime Nuzlocke. Okay, sorry, Digga. Wenn du Nuzlocke, wenn das für dich eine legitime Nuzlocke ist, dann oder nicht. Also wenn das Kriterium ist, dann cool, dann ist es keine legitime. Dann spiel du deine Nuzlocke, wie du sie cool findest, so. Aber das Argument ist halt einfach saudämlich. Und ja, es gibt, also Leute, ihr denkt jetzt, ich laber hier, ne? Aber ich lese so oft diese Kommentare in irgendwelchen Logs. Es ist noch nie in meinem Leben passiert, dass ich an irgendwelchen Sonderbonbons vorbeigescrollt bin, die irgendwie ein bisschen erhöht waren, so auf 30, 50, 100 oder 500 oder was auch immer, wo nicht mindestens 3-4 Leute in den Kommentaren irgendwie das irgendwie angesprochen oder angemerkt haben. So von wegen, was ist denn da? Bist du etwa ein Cheater? Nee, bla 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 bla. Ihr denkt, das ist Shit-Talk, was ich gerade mache, aber das ist legit jedes Mal so. Immer. Ich konnte noch nie an Sonderbonbons vorbeiscrollen, wenn ich mir welche gecheatet habe in irgendwelchen Hacks oder so, ohne dass Leute reklamiert haben. Noch nie. Und in dem Moment denkst du dir halt einfach nur so, ja Bruder, also mache ich halt eigentlich für dich, ne? Nicht weil ich denke, oh krass Mann, ich schaffe es ohne Sonderbonbons. Was ist doch völlig lächerlich, Digga, das ist ein Spiel. Das ist ein fucking Spiel. Als ob ich als Mensch weniger wert bin oder mehr wert bin, wenn ich es jetzt mit oder ohne Sonderbonbons schaffe. Alter, wen juckt so ein Scheiß, Alter? Ich mache das für dich, Junge. Damit die Videos regelmäßig rauskommen. Und ich dann nicht lesen muss, wo bleibt die Soul-Link? Und den meisten Leuten leuchtet das komplett ein. Aber es gibt halt immer diese Leute, bei denen du dir denkst, Bruder, wie sieht der Rest der Welt für dich aus, Mann? Wenn du das schon so, wenn du das schon nicht verstehst, muss ein sehr kompliziertes Leben sein. Holy shit. Es spielt halt so keine Rolle, ob das Incineroar im VGC 10 Stunden gezüchtet war oder in Schwert und Schild kriegst du das ja in einer Stunde hin. Oder ob sich diese Person einfach das gehackt hat. So, es spielt halt keine Rolle für dich als Gegner. Es ist genau dasselbe. 1:1. Mit Ausnahme natürlich von Hidden Powers und so, das ist natürlich ein bisschen komplexer. Da muss man sagen, Hidden Powers können einen sehr starken Vorteil sein. Und wenn man da natürlich solche Mittel hat, dann ist es natürlich viel einfacher. Und deswegen wurde die Attacke wahrscheinlich auch entfernt. Das ist, by the way, meine Vermutung, dass die Hidden Power einfach krass den Leuten gebenefitet hat, die durch gehackte Mons diese erhalten haben und so steuern konnten. Ein Blitzer mit HP Ice zum Beispiel war ja Standard-Set. Und Leute, die Blitzer legit gezüchtet haben, haben halt nie HP Ice bekommen. Und da kann ich zum Beispiel sehr gut nachvollziehen und da stimme ich auch 100% zu. Aber ein Incineroar, was komplett legitim ist oder was auch immer, es spielt überhaupt keine Rolle, ob es gehackt ist oder nicht. Der andere hat sich vielleicht ein bisschen Lebenszeit gespart und war vielleicht pumpen. Oder schön was essen, während du gegrindet hast. So what? So, who cares?